Hi ihr Süßen und willkommen zurück zu einer neuen Folge Aska. Im letzten Part haben wir uns ja einfach mal so die Grundlagen angeschaut. Was bietet das Spiel, was kann man alles craften und so weiter und so fort. Und im heutigen Part schauen wir uns dann einfach mal die Gebäude an und bauen vielleicht auch mal ein oder zwei. Je nachdem, wie weit wir halt kommen, denn ich glaube, man muss dafür viel sammeln. In dem Sinne, Leute, ich wünsche euch viel Spaß und let's go! So Leute, ich habe jetzt hier schon mal eine Feuerstelle platziert. Die findet ihr unter den Wildnisfertigkeiten und zwar über dem einfachen Feuer hier. Denn diese Feuerstelle ist essentiell dafür, dass man sich einen Unterschlupf bauen kann. Den können wir auf jeden Fall schon mal platzieren. Jetzt müssen wir mal schauen, was ist denn das? Ist es Q? Ah ja, mit Q kann man das Ganze also drehen. Und ich sag mal, ja, machen wir es halt einfach mal hier hin. Und dafür brauchen wir jetzt natürlich, einige Materialien. Wir gehen aber nochmal ganz kurz zurück zum Feuer. Erstmal legen wir was nach. Und dann klicken wir uns ins Feuerstellenmenü. Und hier seht ihr, kann man das Feuer verbessern mit einem Feuerschutz und sogar mit einem Grill. Beim Feuerschutz habt ihr eine Abdeckung, die euer Feuer vor den Elementaren schützt. Und beim Grill, klar, sagt schon alles, könnt ihr rohes Fleisch grillen und dann natürlich konsumieren. Das werden wir jetzt aber nicht machen. Wir haben jetzt auch gerade 0.53 Uhr, also leider irgendwie wieder mitten in der Nacht. Ich würde mir jetzt ganz gerne mal den Regenspeicher anschauen. Eine einfache hölzerne Vorrichtung, die Regenwasser auffängt, entscheidend für das Überleben. Den werden wir uns natürlich auf jeden Fall herstellen. Und vielleicht, wo sollen wir denn hinstellen? Q war's. Und Q ist nach rechts drehen und E nach links. Okay. Können wir das nicht irgendwie hier so hinstellen? Hier wird's gehen. Dann stellen wir es hier hin. Was brauchen das alles? So weit entfernt. E ist ebnen. Da nehmen wir dann wieder unser Werkzeug. So, jetzt haben wir es geebnet und jetzt steht er irgendwie schief da. Okay. Ja gut, müssen wir dann mal gucken, wie er da steht, wenn wir ihn fertig gebaut haben. Hier müssen wir jetzt wieder Brennstoff hinzufügen. Ich meine... Ach so, nasses Holz. Ja, okay. Dann ist das richtig, richtig blöd. Gut, kann ich jetzt nicht ändern. Wir werden jetzt hier auch nochmal alles ebnen. Für unseren Unterschlupf. Jawohl, okay. Gut. Wir brauchen für den Unterschlupf dreimal langer Stock, zweimal Seil, sechsmal Stock, zehnmal Rinde. Und das war es eigentlich auch schon. Gut, dann schauen wir doch mal, dass wir uns ein Seil herstellen, beziehungsweise zwei Rinde. Sollte ich eigentlich noch genug haben, aber fehlende Vorräte. Ich brauche zuerst die Stöcke. Ach so, was braucht der Regenspeicher? Gucken wir uns das auch noch mal kurz an. Der braucht sechs Stöcke und zweimal langen Stock. Ja, vielleicht wäre es dann sinnvoll, wenn es eh gerade regnet, dass wir zuerst den Speicher hier fertig bauen. Bäume sind ja hier eigentlich genug. Ich glaube, dafür brauche ich eine bessere Ausrüstung. Ich brauche so kleine, dünne Dinger. Zwei? Ja, bessere Ausrüstung benötigt. Blöd. Hallo, ich brauche einen, den ich abholzen kann. Hier, den kann ich ernten. So, dann machen wir jetzt noch lange Stöcke draus. Und bringen die dann zu unserem Regenspeicher. Ach so, nee, ich will eigentlich... Wo ist denn der lange Stock jetzt? Oh, graue Pilze. Okay, die sammeln wir. Mal schnell ebenso. Nebenbei. Okay, hier haben wir einen Stock. Rinde. 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 Aber wo ist denn mein langer Stock hin? Harz wieder. Jede Menge davon sogar.
Stock, langer Stock. Hier können wir den Stock. Ach so, Inventar ist voll. Oh, das ist doof. Gut, dann bringen wir jetzt erstmal den einen Stock zurück. Das können wir hier auf jeden Fall schon mal reinschmeißen. Und dann holen wir. Einfache Fackel ist kaputt gegangen. Oh, blöd. Ach, dann holen wir noch den anderen. Übrigens ist es tatsächlich ein Anzeigefehler mit dem Z. Ihr müsst nicht Z drücken, sondern Y, um die Materialien zu sehen in eurer Umgebung. Seht ihr, weil jetzt kann man das nämlich hier auch alles sehen. Das verschwindet natürlich nach einer Zeit wieder. Aber ihr drückt einfach weiter Y und könnt alles sehen. Zum Beispiel hier habe ich auch noch einen langen Stock. Den nehmen wir gleich mit, denn das hat anscheinend was mit der Tastatur zu tun, dass wir ja keine englische haben. Und bei der englischen wäre es dann tatsächlich Z gewesen. Das hat mir jemand von euch in die Kommentare geschrieben, also vielen Dank dafür. Das ist ein sehr, sehr guter Hinweis gewesen. Genau, und jetzt sollten wir eigentlich alle Bescheid wissen. So, rein mit dir. Jetzt fehlt uns noch ein langer Stock und viermal Äste. Wo war denn jetzt mein langer Stock? Da hinten irgendwo, oder? Ich werde langsam durstig. Ja, okay. Das ist nicht so dramatisch. So, hier ist ein Stock. Na, aufnehmen. Drückt man nochmal Y. Hier ist nämlich auch noch ein Stock. Und wo war es jetzt? Hier ist nochmal ein langer Stock und hier ist nochmal ein kurzer Stock. Kann ich den nicht aufheben? Ach, wegen dem Inventar ist voll. Mist. Und wir haben jetzt 7.25 Uhr. Langsam geht die Sonne auf. Sehr schön. Zu dem Lounding schauen wir später hin. Erstmal möchte ich jetzt, dass wir hier unsere Sachen bauen. Ich meine, klar, das ist natürlich mühsam, dass man nur einen Stock davon tragen kann. Aber naja, das kann man jetzt nicht ändern. So, zwei Stöcke brauchen wir noch und hier fehlen uns noch zwei große. Dann trinken wir doch mal was und düsen da hinten zurück zu der Stelle, wo noch dieser Stock darum lag. Wenn ich das jetzt finde, hier ist ein Stocki und ich glaube hier. Jawohl, ja, geil. Dann nehmen wir jetzt noch den langen Stock. Und bringen den hinter. Und dann fehlt uns ja nur noch ein langer Stock. Und dann sollte, glaube ich, der Unterschlupf vielleicht fertig sein, wenn ich mich... Nee, Quatsch, wir brauchen ja noch jede Menge anderes Zeug. Vergesst, was ich gesagt habe. Also, einmal den langen Stock bitte hier reinschmeißen. Und den Rest hier rein. Fehlende Ausrüstung, Hämmer. Werkzeuge. Holzhammer. Braucht zwei Stöcke. Gut, merken wir uns mal. Merken wir uns mal. Also das mit dem Y ist tatsächlich wirklich praktisch, weil man dann einfach auf einen Blick sehen kann, wo in der Umgebung sich wirklich was befindet. Zum Beispiel hier haben wir wieder eine Quelle für Federn. Ein Nest, das nehmen wir gleich mal mit. Und dann ist hier der lange Stock, den wir noch brauchen. Aber ich will ja eigentlich erstmal Äste. Hier Stock. Und Stock. Und damit müsste ich doch jetzt den Hammer bauen können. Jawohl. Gut, dann haben wir den Hammer. Nehmen uns den langen Stock wieder mit. Und haben Herstellen Level 3. Schnell zurück zum Lager. Und einmal hier den langen hinzufügen. E halten zum Bauen. Das macht sie jetzt automatisch mit dem Hammer anscheinend. Und da sehen wir auch hier unten den Fortschrittsbalken. Okay, jetzt haben wir den ersten Teil gebaut. Jetzt müssen wir die zwei Seile bereitstellen. Haben wir auch gemacht. Und dann brauchen wir nochmal Äste und Stöcke. Aber jetzt bauen wir zuerst unseren Wasserspeicher. Autsch, ein Splitter. Wir haben uns bei der Arbeit verletzt. Das ist doof. Und der Regenspeicher steht. Sammelt Wasser, während es regnet. Da können wir auch ein Menü öffnen.
aber nichts machen. Na gut, okay. Gut. Also dann brauchen wir jetzt noch einen Stock und 8 Äste. Lass mich mal ganz kurz gucken, was ich noch bauen könnte. Irgendwie eine Lagertruhe oder so wäre halt voll gut. Brunnen kann ich mir bauen. Was braucht der? 12 Steine und 20 Stöcke. Brunnen möchte ich aber jetzt erstmal nicht machen. Also gut, wir gehen wieder auf die Suche. Einmal Y. Hier haben wir wieder ein Vogelnest. Hier liegt ein Stock, kann es sein? Hallo, da liegt ein Stock, ich sehe es doch ganz genau. Stock, ich brauche dich. Super. Hier haben wir noch Rinde. Ich brauche aber ganz viele Stöcke eigentlich. Kann ich den Baum fällen? Ja, dann fällen wir den. Die Werkzeuge haben übrigens auch einen Verfallstimer. Seht ihr, weil jetzt meiner schon rot anzeigt. Ich weiß nicht, wir müssen nochmal gucken, ob man das reparieren kann oder ob man das immer wieder neu craften muss. Fast kaputt. Y. Dann einmal hier bearbeiten. Gut, und kaputt ist das Ding. So, Stock. Ich habe keinen Platz mehr im Inventar, weil ich hier so viel Rindenzeug habe. Für den Brunnen habe ich keine Rinde gebraucht. Für den Unterschlupf brauche ich noch 8 Stück. Okay, dann werde ich mal das hier zu Fasern verarbeiten. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Das heißt, die zwei kann ich noch kaputt machen. Und dann sollte es eigentlich auch wieder für ein paar Stöcke ausreichen. Stock, Stock, Stock. Dann liegt hier noch einer rum. Und ich glaube, hier. Da vorne noch. Ich glaube, das reicht uns aber noch nicht. Wir nehmen jetzt mal so einen langen Stock noch mit, weil da kommt ja vielleicht auch noch ein Stock raus. Also ein kleiner Stock halt. Schmeiß mal dahin. Und dann können wir erstmal hier den Rest reinpacken. Genau, ein Stock fehlt uns noch und aber ein langer auch noch. Okay. Das habe ich jetzt natürlich nicht mehr bedacht. Einmal rein mit dir und dann fehlt uns nur noch ein normaler Stock. Okay, also wieder zurück. Dann verkloppen wir mal den hier. Noch ist die Axt nicht kaputt. Und wir sind Holzfällerei 3. Sehr schön. Nein, ich will den Stock. Und hier ist, glaube ich, noch einer. Nehmen wir mit. Gut, dann sollten wir eigentlich soweit alles fertig haben für unseren Unterschlupf. Cool. Bin ich mal gespannt, wie der jetzt ausschaut. R bereitstellen und E halten zum Bauen. Und wir haben einen Levelaufstieg im Bauen. Ah, jetzt brauchen wir die Rinde, die haben wir ja aber noch genug, also können wir gleich weiterbauen. Vielleicht kann man da ja pennen und dann die Nacht überspringen, das wäre auch nice. Trautesheim, Glück allein. Unser Unterschlupf ist fertig und wir können tatsächlich ins Bett gehen. Super geil. Hier im Unterschlupfmenü haben wir jetzt auch noch keine Aufwertungen zur Verfügung. Ja. R ist Haus verwalten. Dorfbewohner zuweisen. Zugewiesene Dorfbewohner können entlassen werden. Nicht zugewiesene Dorfbewohner können zugewiesen werden. Und Dorfbewohner, die anderen Strukturen zugewiesen sind, können neu zugewiesen werden. Okay, wir haben natürlich noch keine Dorfbewohner, deswegen brauchen wir das jetzt nicht machen. Jetzt wollte ich mir nochmal das Feuer anschauen. Feuerschutz, eine Abdeckung, die euer Feuer vor den Elementen schützt. Jetzt weiß ich nicht, sollen wir davon irgendwas bauen oder macht es keinen Sinn? Was viel wichtiger wäre, ist Wasser. Und apropos Wasser, das kam auch auf in meinen Kommentaren.
Da hat jemand geschrieben, er hätte Probleme mit dem Wasserschlauch. Ich kann jetzt aktuell davon noch nicht sprechen. Es gibt auch irgendwo Steine, wo man sein Wasser auffüllen kann. Jetzt gucken wir mal einfach danach, ob ich da irgendwas sehen kann. Ich habe es zumindest gestern mal kurz gesehen irgendwo. Ich weiß nur nicht mehr, wo das war. Irgendwo ging das. Hier. Hier ist so ein Stein, da steht natürlicher Wasserspeicher und wir können jetzt entweder hier trinken, falls unser Schlauch leer wäre, oder erdrücken und den Schlauch damit auffüllen, zumindest ein bisschen. Und jetzt gucken wir einfach mal weiter rum. Was haben wir hier? Das ist einfach nur ein Steinhaufen. Hier ist noch so eine Wasserquelle. Da drücken wir wieder R und machen unseren Schlauch voll. Und haben jetzt auch wieder ein bisschen Wasser gesammelt. Die Beeren übrigens können wir auch mal sammeln, weil das hat auch was mit Trinken zu tun. Wir haben jetzt 5 Stück gesammelt und ihr seht jetzt unten links bei der Anzeige, je mehr Beeren ich esse, desto mehr füllt sich mein Essen und mein Wasser. Also, die sind tatsächlich auch eine gute Wasserquelle. Und was ihr ja gerade auch schon gesehen habt, wir haben ja den Unterschlupf gebaut und den Regenspeicher. Der Regenspeicher ist natürlich dann auch nochmal eine zusätzliche Wasserquelle und hat jetzt auch nicht so viel an Mats gekostet. Und wir könnten ja auch noch den Brunnen bauen. Ich meine, wir können ihn uns ja auch mal gerne... Ah, hey, so haben wir nicht gewettet. Jetzt greifst du mich einfach schon wieder von der Seite an. So, jetzt hat er mich natürlich wieder total aus dem Konzept gebracht. Ich wollte den Brunnen hinstellen. Wir könnten aber auch das Auge Odins bauen. Dafür brauchen wir halt nur einen groben, einen großen Stein. Ich weiß nicht, wo wir den herkriegt. Und hier bei Außenbeleuchtung, das wurde auch freigeschaltet. Da haben wir eben die schwache Fackel und eben die Stone Lantern. Da braucht man 4 große Steine. Kann in Steinhaufen gefunden werden. Okay. Schwache Fackel. Könnten wir uns auch schon mal hinstellen. Es ist nämlich auch schon wieder 18.35 Uhr. Kann man die nicht hier so daneben stellen? Was hat denn das für eine Range? Ich kann die irgendwie nicht platzieren, aber why? Hier ans Feuer kann ich sie stellen, aber das bringt mir ja nichts. Ja, okay. Stellen wir sie halt ans Feuer. Und fügen schon mal Zeug hinzu. Dann wollte ich den Brunnen bauen. Den haben wir hier. Bauen. Wo stellen wir uns denn den hin? Geht hier jetzt auch nicht. Warum? Weil ich vielleicht das Gelände erst bearbeiten muss? Ich weiß es nicht. So, hier in den Stein kann ich ihn auch nicht reinstellen. Schade. Okay, den Brunnen kann ich irgendwie nicht platzieren. Aber okay, das ist jetzt nicht so wild. Dann sollen wir einfach mal ins Bett gehen und schauen, was passiert. So, die Zeit spult jetzt auch nicht schneller vor, habe ich jetzt das im Gefühl. Und wir sehen hier den Ladebalken. Also wenn der voll ist, wird sie wahrscheinlich aufstehen. Ja, bei Odins Macht. Ich bin voller Stärke. Sehr schön. Also schlafen ist auch unerlässlich. So, wenn wir hier stehen, sind wir geschützt. Und wenn wir hier stehen, sind wir nicht mehr geschützt. Ja gut, Leute, dann würde ich den Part an der Stelle aber auch beenden. Wir haben ja jetzt schon ein bisschen was gebaut und ich konnte euch noch ein bisschen mehr zeigen, was das Spiel beinhaltet. Ich denke, dass ich jetzt einfach dieses Let's Play fortführen werde, bis die Demo einfach durchgespielt ist. Und dann können wir ja gemeinsam entscheiden, ob wir das als Let's Play machen möchten, wenn es rauskommt. Oder ob wir vielleicht andere Spiele finden, die uns mehr interessieren, beziehungsweise mich. Und deswegen, meine Lieben, beende ich den Part auch an der Stelle. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen mehr Input geben, was das Spiel betrifft. Und wünsche euch jetzt noch einen wunderschönen Abend. Bis zum nächsten Mal. Bye.